Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Wir sind immer noch in der zweiten Mission der Tyranniden-Kampagne und mit unserem Schwarm weiter auf dem Vormarsch. Und haben immer noch den Baneblade im Nacken, der uns da tatkräftig beschießen will. Was wir ja nicht so gut finden. Hier haben wir neue Punkte zum Erobern. Und da ist das Baneblade schon durchgeworfen. So, da haben sich mal wieder Gegner in einem Gebäude verschanzt. Das können wir ja nicht zulassen. Da kriegen sie mal unsere Biomorph-Bombe ab. Dadurch nehmen sie dann selber sehr gut Schaden. Also auf Dauer Schaden. Meine Symbionten, die stehen da nur rum, die können mal den Energiepunkt einnehmen, während die Thermaganten hier den Punkt einnehmen. Ressourcenpunkt erobert. So. Ressourcenpunkt erobert. Ich könnte noch mehr Ganten rufen, fällt mir gerade so auf, Thermaganten, weil ich habe ja meine Symbionten hier. Die sind stärker als Homaganten. Aber halt auch entsprechend teurer. Okay, da hatte gerade das Spiel kurz einen Hänger. Warum auch immer. Und da ist ein neuer Zielkognitor, den wir auseinandernehmen sollten. Cogitator. Ja. Komische Aussprache. So, jetzt gehören da oben. Einer unserer Rezeptoren ist zerstört worden. Hä? Was auch immer. Ich glaube, damit meinten sie eine von diesen Automatikgeschützen. Gut. Nächstes Ziel. Sentinels sind nur leicht gepanzert und anfällig für die meisten Waffen. Das ist gut zu wissen. Ja, das hätte der nimmt einen Haufen Schaden. Und wir sollten uns beeilen. Ja, genau, nämlich deswegen. Da kommt nämlich schon wieder der Baneblade. Aua. Guck, dass ihr gefälligst hier durchkommt. Was macht ihr da jetzt, Krieger-Kreaturen? Brennt, flieht. Aua. Tyranniden-Krieger verloren. Na, ich habe ziemliche Verluste jetzt gerade gemacht wegen diesen blöden Sentinel. Aber das ist halb so wild. Da ist nämlich schon wieder ein Brutnest. So, wieder hier noch zum Freiräumen. Und dem kann ich mal weitere Fähigkeitsdinger geben. Weil wir kriegen gerade ein bisschen die Anforderungspunkte geschenkt. Weil eigentlich immer, wenn wir Einheiten verlieren, kriegen wir die entsprechenden Anforderungspunkte und Energiepunkte wieder. Aber da er ja die Biomorph-Verstärkung hat, das einfach von selber Einheiten respawnen, brauchen wir die Ressourcen zum Nachschub holen nicht. So. Hier ist noch so ein Zielkomplikator. Den holen wir uns auch mal. Oh. Kluster sind irgendwo. Das klang nach Dings. Voice Marines oder wie sie auch immer heißen. Die unterdrücken Fernkämpfer, indem sie sie mit Musik beballern. Auch eine nette Idee.
Neues Marines heißen sie. So. Das war der letzte Zielkomplikator. Jetzt sind diese Geschütze nämlich hier außer Rand und Band. Und das Geschütz weiß nicht recht, wo es hinziehen soll. So, hier schnell hoch, weil hier kommt jetzt gleich wieder der Baneblade. Super schwerer Panzer, das stimmt allerdings. Der Krieger hier ist schon wieder Lebensblüte. Wolltest du dich bitte bewegen? Ah, so, jetzt bewegt er sich. Was? Wir können sie nicht weiter verfolgen. Wir dürfen sie nicht davonkommen lassen. Sie dürfen nicht entkommen. So, Krieger nach. Und ja, das ist ein richtiges Gewusel hier gerade. Wo ist die Symbionhut? Stimmt weiter hoch. Und Nahkampfganten können auch da hochstürmen. Die verrückten Chaos-Truppen hier sind ja kaum eine Herausforderung. Und da ist sogar noch ein Nest, das wir einnehmen können. Obwohl wir das fast schon gar nicht brauchen. Held wird verbessert. Verbessern wir lieber unseren Helden. Na komm, jetzt holen wir uns mal die Verstärkung für den Trupp. Und töten weiter. Jetzt töten wir hier oben mal alles. Oder nee, erst muss der Sentinel hier weg. So. Mach mal wieder ein Chaos Havoc mit einer beschwerten Waffe. Meinen Schwarmlord kannst du damit gar nichts. So. Noch mehr Ressourcen einsammeln. Während da die Nahkämpfer auf die solchen Marines ausgehen. Die Krieger den Sentinel wegschießen. So. Solche Marines. Geht. Also ne, das Chaos ist in dem Teil noch unappetitlicher, als es im ersten Teil ist. Weil das viel zu viele Nörgel-Einheiten hat. Und Nörgel ist der Chaosgott der Seuchen. Das passt eigentlich zu ihm. Hallo, neue Gegner. Da ist wieder Biomorph gefragt. Und ihr könnt mal da hochrennen. Einfach stürmen. Macht's auf Tyranidenart. So, jetzt schicken wir mal einfach den Da sind sie. Das war es, ihr Magen. Hier werden wir euch begraben. Ja, das glaube ich weniger. Denn jetzt haben wir als Hauptmissionsziel diesen Kogigator da oben zu vernichten. Ja, ich weiß, du bist der Baneblade, du bist böse. Und du beballerst meinen Schwarmlord. Der Feind zieht auf unser Gebäude. Wir machen es einfach auf Tyranidenart. Wir stürmen die Anhöhe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Denn da, wo ein Tyrannide herkommt, kommen noch Dutzende weitere her. Und da haben wir die Gegner, die wir noch zerlegen sollten. So, der Schwarm
hat man wieder gewonnen. Und jetzt den Zielkorrigator ausschalten. Und der Beyblade weiß schon, dass er nur hinschießen soll. Und ist kaputt. Nach dem letzten Aufflackern des Widerstands wurde der Schwarmlord nicht mehr auf Typhon gebraucht. Er wurde an die Verdauungstümpel übergeben, um irgendwo im Subsektor neu geboren zu werden. In jede Welt des Subsektors Aurelia wurden Tyranniden verbreitet. Sie erwarten den Ruf des Schwarmbewusstseins. Ja, genau. Das merkt, hier merkt man. Warten wir kurz, bis die Abschlusssequenz kommt. Genau. Hier merkt man wirklich den Hauptunterschied zwischen Tyranniden und Zerg. Zerg schlüpfen halt aus Eiern und sind einfach so gesehen endlich. Aber hier die Tyranniden, jetzt gerade wie man es beim Schwarmlord gesehen hat, er ist an einem Verdauungstümpel gestorben. Also seine Biomasse wurde zurückgegeben an den Tümpel, damit er aus neuer Biomasse woanders wieder entstehen kann. Sein Bewusstsein wird also, er wird also auf ein paar anderen Planeten übertragen, um dort die Verbindung für das Schwarmbewusstsein zu sein. Weil Tyranniden kein eigenes Bewusstsein haben. Alles wird über den Schwarm über das Schwarmbewusstsein gesteuert. Und wir haben unsere erste Waffe gekriegt. Eine schwere Biozidkanone. Unser Schwarmlord hat kein Level abbekommen, aber wir haben Sachen bekommen. Latente Regeneration. Der Schwarmlord wird wiederbelebt, wenn er außer Gefecht gesetzt wird. Ist praktisch. Adrenalindrüsen, Fernkampfschaden, noch ein Biomorph. Bei erlittenem Treffer Angreifer in der Nähe erleiden Schaden. Nö, nicht so unbedingt. Komm, lade, ich will die Galaxie, die Sektorkarte wieder haben. Keine Ahnung, warum das so lange dauert jetzt. Jetzt müsste was passieren eigentlich. Genau. Belohnungswahl. Ich wähle die Venatoren aus, weil die sind gute Nahkämpfer. Auch wenn sie nicht so viel aushalten wie Symbionten, aber sie sind ein bisschen stärker, glaube ich. Vor allem schneller. Ja, da sagt er was. Er hat noch eine andere Psykraft in dem Sektor geortet. Also gespürt, besser gesagt. Er ist ja das Schwarmbewusstsein. Er ortet nicht, er spürt etwas. Und der Schwarmlord hat nun den Auftrag, diese andere Psykraft zu finden und zu eliminieren. Aber erst einmal, wir haben jetzt die Venatoren freigeschalten. Empfindliche Nahkampfeinheit, die großen Schaden gegen Infanterie einsetzen kann. Sie sind Elite-Nahkampfeinheiten. Werden wir ja sehen in der zukünftigen Mission. Wir können nämlich jetzt uns entscheiden, ob wir statt Thermaganten Venatoren wollen am Anfang. Und das, die nehme ich auch, die Venatorenbrut. So.
Krieger und Venatoren. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in den Schwarmlord. Und rüsten ihn mit der Kanone aus. Genau, jetzt sind seine unteren beiden Krallen zu der Kanone geworden. Also er ist immer noch ziemlich stark im Nahkampf. Wenn wir die Kanone mal wegnehmen, macht er jetzt genauso viel Distanz wie Nahkampfschaden. Vorher hat er nur 88 Nahkampf gemacht. Hat zwar die Hälfte jetzt am Nahkampf verloren, aber trotzdem. Auf jeden Fall schnellere Mutation sollten wir darauf hinarbeiten. Dann kriegen wir einen zusätzlichen Zubehörslot hier und können noch einen Biomorph einfügen. Gerade die latente Regeneration würde ich gerne einfügen. Die beiden will ich mal behalten, vor allem das obwohl Regeneration, wo ist es denn? Regeneration können wir uns sparen eigentlich. Nehmen wir lieber, ach nee, wo ist es denn? Latente Regeneration, so wollte ich das, genau. Falls er mal stirbt, dass er sofort wiederbelebt wird. Gut. Das Biomorph hier können wir verdauen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Weil 7% mehr Fernkampfschaden bei Schwarmlord ist nicht so berauscht jetzt. Wir brauchen ja die beiden Zubehörslots sowieso gerade. Gut. Das war es für die zweite Mission. Die dritte Mission schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann.